Morgen erstmal alle zusammen. Ich habe einen Brief an die Aufsichtsräte geschrieben. Und zwar, ich habe manchmal das Gefühl, die wissen gar nicht, worüber sie entscheiden. Um denen da mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, habe ich mich halt aufgemacht und habe ein paar Zeilen geschrieben. Also sehr geehrte Aufsichtsratsmitglieder, am 26.01.2018 wird der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG über das weitere Schicksal von Stuttgart 21 entscheiden. Ich hoffe, dass Sie und die anderen Aufsichtsratsmitglieder den Mut haben, eine sachlich richtige Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung nicht wieder zu vertagen, wie es in den letzten beiden Jahren leider schon fast zur Gewohnheit wurde. Der Vorstand der DB AG hat es in wechselnder Besetzung seit 1994 immer wieder geschafft, den Aufsichtsrat ebenfalls in wechselnder Besetzung und die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen. So sollte das Projekt, das übrigens im Mai 1995 auf der Immobilienmesse MIPIM als Immobilienprojekt, nicht als Bahnprojekt vorgestellt wurde, am Ende aus den Erlösen der Verkäufe der bahneigenen Grundstücke finanziert werden. Wenig später kostete es dann doch 2,3 Milliarden Euro, dann 4,5 Milliarden, dann 6,8 Milliarden und nun gar 7,9 Milliarden, inzwischen jetzt noch mehr. Und nun und immer hat der Aufsichtsrat diese Kostensteigerungen durchgewunken. Dabei hat der Vorstand der DB bei jeder Kostenexplosion vollmundig verkündet, teurer wird es jetzt aber wirklich nicht mehr. Aber warum sollten Sie und auch die Steuerzahler ausgerechnet jetzt der Bahn Glauben schenken, nachdem wir alle schon so oft belogen wurden? Dass das Projekt immer teurer wird, weiß doch jedes Kind. Das Verkehrsplanungsbüro Viereck und Rössler München, der Bundesrechnungshof, der Bahnhofsarchitekt Ingenhofen und selbst die diversen Gutachter der Bahn gehen übereinstimmend von ca. 10 Milliarden Euro Baukosten aus. Die Bahn selbst rechnet übrigens in ihren eigenen Unterlagen mit bis zu 12 Milliarden Euro. Und nun sollen Sie mit diesem Kenntnisstand die offiziell zugegebenen 7,9 Milliarden bewilligen. Wollen Sie das wirklich tun? Ex-Bahnchef Dr. Rüdiger Gruber hat vor der Volksabstimmung in Baden-Württemberg gesagt, dass Stuttgart 21 bei Baukosten von mehr als 4,5 Milliarden unwirtschaftlich sei und nicht weiter gebaut werden dürfte. Inzwischen haben wir fast das Doppelte erreicht und der Aufsichtsrat findet es anscheinend normal. Dabei geht es ja nicht nur um Baukosten, sondern auch um die Summen, die der Betrieb und die Instandhaltung dieser schrägen Tiefhaltestelle verschlingen werden. Aber es geht ja nicht nur um Geld. Bis vor wenigen Tagen hielt die Bahn eisern und fast schon verzweifelt an ihrem Fertigstellungstermin 2021 fest. Nun heißt es auf einmal, dass erst 2024 die ersten Züge rollen sollen. Dabei vergibt die Bahn aber schon Bauaufträge für 2026. Nun erklären Sie mir doch bitte, wie das gehen soll, dass man 2026 das baut, was 2024 fertig sein soll. Aber davon ganz abgesehen bedeutet Bauzeitverlängerung auch immer eine Erhöhung der Kosten, die Sie dann auch wieder durchwinken sollen. Übrigens schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute folgende Zeilen. Am 26. Januar tagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn und dürfte sich, wenn kein Geistesblitz vom Himmel fällt, wieder weigern, die Notbremse zu ziehen und den Bau des Tiefbahnhofs zu stoppen. Wie der CDU nahestehende Stuttgarter Nachrichten berichteten am 9.01.2018, dass die Bahn Probleme habe, bei S21 die versprochene Durchbindung der Züge zu verwirklichen. Deshalb müsse der künftige Durchgangsbahnhof wie ein Kopfbahnhof betrieben werden. Übrigens kann man auch in Kopfbahnhöfen sehr gut Züge durchbinden, siehe Leipzig oder Frankfurt. Selbst in Stuttgart gab es bis vor kurzem durchgehende Züge von Ulm über Stuttgart Hauptbahnhof nach Mosbach-Neckar-Elz. Ein weiteres Thema der letzten Jahre war die Anbindung des Flughafens an das Fernverkehrsnetz. Da war zu erfahren, dass die DB nur sechs Intercity-Züge am Flughafen halten lassen wollte. Drei in jeder Richtung. ICE-Halte waren überhaupt nicht mehr vorgesehen. Dabei hatte die Bahn bei den Verhandlungen zur Finanzierung mehr als 100 Fernzüge versprochen. Und dafür baut man 27 Meter unter der Erde einen Bahnhof für ca. 1 Milliarde Euro und lässt ein Drittel der Kosten den Flughafen bezahlen. Inzwischen rudert die Bahn ja wieder zurück und verspricht nun 14 Zughalte. Das sind aber trotzdem noch lange keine 100.
dass sich die Aufsichtsratsmitglieder bei einer Bewilligung der Baukosten von jetzt 7,9 Milliarden wegen der Veruntreuung von Steuergeldern strafbar machen, haben ihnen die Juristen der K21-Bewegung ja bereits mehrfach verdeutlicht. Wollen Sie sich wirklich für dieses Projekt, dessen Fehler und Unzulänglichkeiten jetzt, was täglich durch die Presse gehen, strafbar machen? Die Bürger unseres Bundeslandes und viele Bahnkunden sind gespannt auf Ihre Entscheidung. Beenden möchte ich mein Schreiben mit dem schwäbischen Satz, den Sie bei der Entscheidung am 26. Januar beherzigen sollten. Herr Schmeiß Hirnra. Da ich zwar in Stuttgart wohne, jedoch kein Schwabe bin, möchte ich den Satz lieber so formulieren. Herr, gib den Menschen Klugheit und Weisheit und den Mut dazu zu stehen. Mit freundlichen Grüßen, Peter Müller. Super. Oben bleiben. Ich habe auch eine Antwort von der Bahn bekommen. Eine Pause. Die Antwort ist schon krass. Ja, sehr krass. Die ist ganz kurz ausgefallen, die Antwort. Der Aufsichtsrat wird sich, wie auch in der Vergangenheit, künftig weiterhin intensiv mit dem Projekt Stuttgart 21 befassen und dessen Fortschritt begleiten. Ja, genau. Eigenwirtschaft, das steht auch noch drin. Eigenwirtschaft.